willkommen zu Gran Turismo, das letzte Rennen des Mazda Roadster Cups hier im Autopolis International Racing Course. 3 Kilometer lang ist dieser, also eine Runde. Wir fahren 3 Runden mit unserem Mazda und wir kennen auch diese Strecke schon. Na, jetzt geht's los. Okay. 3 Runden. Das wird doch mal richtig spannend, oder? Ja, ganz toll. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay. Los geht's. Schöne lange Gerade, wie wir hier sehen. Ne? Die Zielgerade. Und dann gibt es ein bisschen Kurven. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Keine große Sache. Hier geht's. Ja, da muss man auch warten, wenn man hier rausfährt ins Kiesbett. Was ist mit denen los? Hier noch mal rechts überholen. Ja, hier gibt es viele schöne Stücke. Kann man überholen, kann man schnell fahren. Ja, das ist halt ein bisschen blöd gewesen. Hier ist wieder die rosa mit der Karre. Alles kein Ding. Und ja, ich glaube die zweite Runde, die fahre ich dann mal zum Design soll. Ganz schlimm. Vor allem die meisten hier, wenn man so sieht, die haben die Felgenfarbe in Fahrzeugfarbe. Das sieht ja mal gar nichts aus, oder? Wer macht denn sowas? So, hier wollen wir auch vorbei und ich weiß auch wieder auf dem ersten Platz. Denn der Dach, ne? Das ist aber auch schön. Ich weiß gar nicht, ob man bei meinem das Dach schließen kann. Ich glaube es war fast nicht. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Schauen wir, ob man irgendwie auch durchdrücken. Nee, kriegt man anscheinend nicht zu. Liegt wahrscheinlich auch am Modell. Das war dann schon der fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall haben wir den Mazda S von 2015. Die anderen, das sind diese Euroster, Euro und Euro, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Die sind, denke ich, einen ganzen Ticken älter. Ja, schon blöd immer. Ja gut, Hauptsache ich weiß, was ich für ein Auto fahre. Ja, der sind wir dann wirklich nebensächlich. Auch schön hier die zweite Runde fahre ich doch eigentlich so wie es sein soll. Von der Markierung her passt es doch. Ist ja auch schön, dass sie vorgegeben ist. Ja gut, ich kann es auch ohne fahren, aber da sieht man natürlich dann auch, ja, genau so muss es sein. So. Außen und Vollgas. Haben hier 24, ja, 11 Sekunden schneller. Das ist schon in Ordnung, 11 Sekunden. So, na gut, wir mussten in der ersten Runde auch die ganzen Fahrzeuge überholen. Das hat natürlich auch Zeit gekostet. Hier fahren wir mal einfach mal eine letzte perfekte Runde, würde ich mal sagen. Bin mal gespannt, was es gibt. Für eine Zeit, wenn wir es wirklich schaffen sollten. Die ganze Kurvenkombination links, rechts und hier rum. Dort vorne gibt es dann nochmal diese längliche Gerade, bevor wir dann schon fast wieder auf der Zielgeraden sind. Da ist schon das Ziel. Wir haben jetzt 4 Sekunden, können wir noch schaffen. 3, 20. Oh ja, wir haben sogar wirklich eine Bestzeit gefahren. Sehr schön.
Das heißt, wir gucken uns jetzt hier die ganzen Verdienste an, nichts Besonderes, schließen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns die Wiederholung an.